Heute wollte ich mal wieder was Neues im Inventor 2022 zeigen. Und zwar kann man sich hier links im Browserbaum die Abhängigkeiten anzeigen lassen. Das ist relativ übersichtlich. Dazu fügen wir erst einmal irgendein Bauteil in eine Baugruppe ein. Einfach mal mit Linksklick bestätigen und ihr seht, wir können das jetzt hier bewegen. Wir haben jetzt hier in dieser Klammer, dort sind die Abhängigkeitsanzeigen, einen Strich. Der Strich ist immer ein bisschen so ein Sonderfall, das heißt, das Programm weiß nicht, ist das Teil jetzt bestimmt oder nicht. Um sich hier das anzeigen zu lassen, gehen wir oben mal auf Verwalten und alles neu erstellen. Und dann sieht man, wie sich das links ändert, und zwar in einen hohlen Kreis, also in einen leeren Kreis. Das ist eben die erste Ansicht, das heißt, das Bauteil ist nicht bestimmt, das heißt, es ist nicht abhängig gemacht, es fliegt also frei im Raum drin. Das ist jetzt hier das erste Bauteil, was ich in der Baugruppe drin habe. Um das abhängig zu machen, kann man hier das dann nachträglich am Ursprung fixieren. Wenn wir oben mal auf Produktivität gehen, dann einfach auf Anwenden und schon ist es eben fixiert, das heißt, es ist vollständig abhängig gemacht und schon sehen wir hier links diesen vollen Kreis. Und der volle Kreis bedeutet immer, ein Bauteil ist vollständig abhängig, also ist vollständig bestimmt. Wir kopieren uns das Teil noch einmal und sehen, hier haben wir wieder diesen Strich. Das heißt, wenn der Kreis nicht gleich angezeigt wird, immer mal hier nochmal auf Neu erstellen oben gehen und schon bekommen wir die Abhängigkeit angezeigt. In dem Fall ist es natürlich wieder nicht voll bestimmt. Wenn ihr das natürlich voll bestimmen wollt, müsst ihr es ganz einfach abhängig machen mit den Abhängigkeiten, logisch, wie man das in einer Baugruppe natürlich macht. Es gibt hier die Möglichkeit, wenn wir oben auf diesen Option-Button gehen im Browserbaum, auf Anzeigeeinstellungen und vollständig bestimmte ausblenden, sehen wir hier, dass wir links im Browserbaum dieses vollständig bestimmte ausblenden und nur noch das Unbestimmte drin lassen. Das kann man natürlich auch wieder rückgängig machen. Das hat natürlich den ganz großen Vorteil, dass man bei sehr vielen Bauteilen sich das Suchen vereinfachen kann, wenn man sagt, ich möchte nur diese angezeigt bekommen, die eben noch nicht vollständig bestimmt sind. Also wirklich sehr praktisch. Ich fasse nochmal kurz zusammen, falls es zu schnell ging. Das heißt, habt ihr im Browserbaum einen Strich, bedeutet das, das ist für das Programm noch unbekannt. Das heißt, nochmal oben auf Neu erstellen gehen im Verwaltenreiter. Ein leerer Kreis heißt, es ist noch nicht vollständig bestimmt und ein voller Kreis heißt, es ist vollständig bestimmt. Also ich finde, das ist eine gute Neuerung und wirklich sehr übersichtlich und gerade bei großen Baugruppen wirklich sehr praktisch. Ja, das war's schon dazu. Danke fürs Zuschauen.